Was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen, Hashtag GTA-Experiment. Und zwar gibt es heute mal wieder was mega cooles, meiner Meinung nach. Also da habe ich heute mal wieder mega Bock drauf, tatsächlich. Ich habe ja etwas länger schon kein neues GTA-Experiment gemacht. Heute ist es aber soweit. Und wenn dir das Video heute dann auch gefällt, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Ja, und abonnieren kannst du mich natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, und bevor wir jetzt auch noch mal Zeit verlieren, würde ich sagen, lasst uns direkt mal mit dem GTA-Experiment anfangen. Heute experimentieren wir einfach mal damit rum, wodurch man alles einen Menschen erschießen kann. Und dafür habe ich heute mal wieder einen riesigen Parcours aufgebaut, insgesamt mit 20 Leuten. Und da schauen wir einfach mal, durch welche Sachen man denn schießen kann und wen umbringen kann. Also wir haben hier zum Beispiel mal so eine kleine Meditasche, dann haben wir hier so eine Kaffeetasse, hier haben wir einen PC-Bildschirm, einen kleinen Aktenkoffer, einen Laptop, eine Luftatemflasche, einen Weihnachtsbaum, einen Lüfter, eine Gittertür, dann eine massive Tür aus Holz, dann eine Pflanze, dann eine Scheibe aus Glas, dann, man sieht das hier sehr schlecht, nur hier unten kann man es gut sehen, eine weitere Scheibe aus Glas. Ich glaube, ihr seht die wirklich überhaupt gar nicht gut, oder? Ich glaube, hier kann man, man sieht die echt scheiße. Okay, hier, ich muss zugeben, hier sieht man die Scheibe echt schlecht. Aber auf jeden Fall, hier ist eine Scheibe und da kann ich jetzt auch nicht durchlaufen. Dann haben wir hier aber auf jeden Fall nochmal eine Tür, diesmal aber aus Glas. Hier haben wir einen Fernseher, durch den wir dann durchschießen wollen. Hier haben wir eine Lampe, hier haben wir ein Bild, hier haben wir einen Plastikbecher, hier haben wir tatsächlich meinen Charakter und eine Deutschlandflagge und zu guter Letzt haben wir dann hier noch ein Tor. Ja, das sind alle Sachen, die wir heute einfach mal ausprobieren. Ich habe mir gedacht, 20 Stück für den Anfang, das sollte reichen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Medipack hier. Und hier hinter steht dann halt auch der, wie soll ich sagen, hier hinter steht dann auch ein Gefangener. Und da würde ich sagen, schauen wir dann einfach mal nach, was passiert, wenn wir drücken und... Okay, das hat der Ganze gut mitgemacht. Wir können hier nochmal schießen. Alles klar. Also durch ein Medipack ist man schon mal am Leben gelassen. Macht ja irgendwie auch Sinn. Okay, als nächstes haben wir dann Tracy und eine Kaffeetasse, beziehungsweise so eine, größere Tasse. Doch, es ist eigentlich so eine Kaffeetasse. Nee, ist keine Tasse. Ihr wisst, was ich meine. Die Dinger, die halt bei einer Kaffeemaschine stehen. Da schießen wir dann auch mal drauf. Und was glaubt ihr, wird sie überleben? Ich glaube, sie wird nicht überleben. Und... Oh... Alles klar, sie überlebt. Krass. Und die Tasse geht noch nicht mal kaputt, also diese Flasche. Hätte ich nicht gedacht. Okay, als nächstes haben wir dann hier diesen kleinen PC-Computer-Bildschirm. Der ist wirklich auch ziemlich schön. Ist halt kein Fernseher. Vielleicht gibt es da nämlich einen Unterschied. Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Waffe, zielen auf den Kopf und auch hier überlebt. Okay, ja, gut, der Bildschirm geht kaputt, das kann man sich denken. Aber tatsächlich, die Frau, die dahinter steht, die macht das Ganze gut mit. Das ist natürlich relativ beruhigend. Als nächstes haben wir hier den Mann hinter dem Aktenschrank. Da schauen wir dann auch mal. Ich denke, hier wird das Ergebnis klar sein. Ja, das wird er natürlich überleben. Als nächstes haben wir einen Laptop und ich glaube, hier wird die Kugel nicht durch... Ja, hier wird sie nicht durchgehen, denn das macht der Laptop tatsächlich mit. Als nächstes haben wir hier diese Luftflasche zum Tauchen. Da können wir schon mal nicht durchschießen. Können wir denn hier durch dieses Mittelloch schießen? Nein. Okay, krass, da können wir auch nicht durchschießen. Wow, Alter, bis jetzt konnten wir wirklich durch nichts durchschießen. Ich hoffe, da kommen noch Sachen, durch die wir schießen können auf jeden Fall. Als nächstes haben wir aber hier nochmal einen Weihnachtsbaum. Hier steht der und wir schießen mal mittig durch und... Oh, oh, oh. Alles klar, schade. Der Polizist, der hat es nicht mitgemacht. Wir sehen, ein Kopfschuss, leider Gottes. Hat der Baum tatsächlich ihn nicht davor bewahrt zu sterben. Als nächstes haben wir hier einen Lüfter und ich denke, da wird die Kugel auch nicht durchgehen. Nein, auch hier gibt es kein Problem. Das kann man ohne Probleme überleben. Und jetzt kommt der Maschendraht-Zaun. Und ich glaube, hier ist es relativ klar, das wird, glaube ich, der Charakter, der dahinter steht, nicht überleben. Wir schauen einfach mal nach und... Nein, er hat es leider nicht überlebt. Die Kugel ging glatt durch und auch die weiteren Kugeln gehen einfach so durch den Zaun durch. Als nächstes haben wir hier eine kleine Holztür und ich denke, hier haben wir wieder relativ gute Chancen zu überleben. Hinter, wir schießen einfach mal so... Ah, oh, okay, Magazin, wir schießen einmal so hier quer durch, zack, 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 zack. Nochmal hier unten durch und so und so und so. Und ich denke, ja, er hat es ohne Probleme überlebt. Als nächstes haben wir mal hier eine Pflanze und da schießen wir auch wieder komplett mittig durch. Und ich würde sagen, wir probieren unser Glück. Ah,
Ja, schade, gut, das hat er leider nicht überlebt. Jetzt haben wir die zwei Sachen, die mich tatsächlich am meisten interessieren, nämlich die Glasscheiben. Denn ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das mit den Glasscheiben ist, weil ihr wisst ja, es gibt einmal Glas in GTA, das kann man durchschießen und dann gibt es Glas, das kann man nicht durchschießen. Mal sehen, was hier der Fall sein wird. Wir schießen einfach mal und... Wir sehen auch, die Scheibe geht tatsächlich kaputt. Das bedeutet, das war eine Scheibe, die kaputt geht. Und ja, der Polizist dahinter, den hat es leider auch aus der Bahn geworfen. Als nächstes haben wir hier, ich denke, ja, kann man es sehen. Ich weiß es nicht, gleich sehen wir es ja, wie es hier hinter dieser anderen Scheibe aussehen wird. Gut, auch hier schießen wir dann wieder drauf und wir ziehen auf den Kopf und schießen. Und was wird passieren? Oh, ja. Das, oh, 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 nein, das überlebt man nicht. Oh, die Scheibe geht tatsächlich kaputt. Und jetzt kann man es auch relativ gut sehen, dass hier eine Scheibe ist. Das funktioniert tatsächlich. Also einen Schuss kann man überleben. Ihr seht das hier, die Scheibe bleibt da heile. Aber nach dem zweiten Schuss geht die Scheibe halt leider zu Bruch. Und ja, der Charakter hat das Ganze dann leider Gottes nicht überlebt. Hat sich aber tapfer geschlagen. Ich dachte erst, er wird es überleben. Aber ja, habe ich mich getäuscht. Jetzt ist auch noch der gute Teppich versaut. War natürlich nicht meine Absicht. Als nächstes haben wir hier die Glastür mit einer, ja, ich sag einfach mal Vaginalfachverkäuferin. Das Ganze mitmacht. Wir schießen und... Ja, schade. Direkt durch das Logo durch. Und die gute Frau hat es nicht überlebt. Ja, wirklich schade. Glas ist einfach kaputt gegangen. Und schauen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt Tracy hinter dem Fernseher stehen. Und ich denke, der Fernseher wird... Upsala. Oh, 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 oh. Okay. So. Ich denke, der Fernseher wird sie relativ gut beschützen. Wir schauen einfach mal. Gut, hier hinter steht Tracy. Und... Ja, das ist kein Problem. Da überlebt das Tracy, glaube ich, relativ gut. Ja, die macht das mit ohne Probleme. Als nächstes haben wir hier einen Gefangenen und eine Lampe. Und da schauen wir dann auch mal, was passieren wird. Und... Oh, auch das überlebt er tatsächlich. Wir sehen das hier wieder, überhaupt keine Probleme. Oh ja, okay, jetzt gab es gerade einen tödlichen Schuss, aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich gerade mit der Maus aus Versehen ausgerutscht bin, aber ich glaube, die Lampe an sich, ja, wir sehen, da kam auch hinten nichts durch, das überlebt man. Als nächstes haben wir hier den Space Monkey hinter diesem Bild stehen. Das bedeutet, wir müssen so schießen, ungefähr hier steht er und wir schauen mal. Okay, 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 das sieht relativ gut aus. Wir schießen und ja, er überlebt das ohne Probleme. Als nächstes haben wir hier einen Polizisten, der hat leider schon einen Kopfschuss. Wir können das einfach mal in der First Person sehen. Ihr seht es, der hat schon einen Kopfschuss, aber ja, was nicht ist, kann er noch werden? Nee, Quatsch, der hat ja schon einen. Egal, ich sag einfach mal, wir schießen drauf und... Oh, wow, krasser Scheiß. Er macht es ohne Probleme mit, also der Becher... Okay, und der Typ dahinter macht das tatsächlich auch ohne Probleme mit. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der Becher das einfach so mitmacht. Und auch der Typ dahinter. Krass. Probieren es nochmal aus eben. Ja, keine Probleme. Er behält auf jeden Fall die Ruhe. So, als nächstes haben wir meinen Charakter. Ich glaube, ich muss mich von ihm verabschieden, denn ich glaube, die Deutschlandflagge wird das Ganze nicht so gut blocken, die Kugel. Aber wir schauen einfach mal. Hier steht dahinter und... Ja, schade. Hat nicht funktioniert. Die, ja, deutsche Flagge war jetzt nicht stark genug, um ihn tatsächlich vor dem Tod zu beschützen. Krasse Physik auf jeden Fall auch. Ja, schade, hat aber leider nicht geklappt. Als nächstes haben wir hier Laszlo hinter dieser, ja, Garageneinfahrt stehen, hinter dem Garagentor. Und ich würde sagen, Laszlo, es war immer schön mit dir. Oh. Ja, er darf weiterleben. Tatsächlich. Ich habe gerade hier auf so ein Gitterding geschossen, weil ich dachte, da kommt die Kugel auf keinen Fall durch. Aber wir sehen es, sie kommt auch nicht durch diese anderen Dinger durch. Wir können auch mal eine Schrotflinte. Nö, passiert nichts. Laszlo, mein Lieber, ich möchte dir gratulieren, du hast es geschafft. Aber weil ich dich unsympathisch finde, musstest du trotzdem aus dem Weg geschafft werden. Aber auf jeden Fall krass, ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet. Okay, jetzt würde ich sagen, kommen wir hier nochmal Zusammenfassung. Also hier diese Tasche, die hat das ohne Probleme gemeistert. Auch hier die Kaffeekanne hat es geschafft. Der Bildschirm hat es geschafft. Der Aktenschrank hat es geschafft. Der Laptop hat es geschafft. Die Sauerstoffflasche hat es geschafft. Gut, der Baum, der hat leider versagt. Der Lüfter hat es aber geschafft. Der Gitter, das hat leider auch versagt. Die Tür hingegen, die ist wieder ziemlich stark gewesen. Die hat es geschafft. Die Blume hat es leider nicht geschafft. Die beiden Fenster haben es nicht geschafft. Die Tür mit dem Fenster hat es leider auch nicht geschafft. Der Fernseher hingegen, der hat es geschafft. Die Lampe, die hat es auch geschafft. Das Bild hat es auch geschafft. Der Becher hat es auch geschafft. Das kann ich irgendwie immer noch nicht glauben. Die Flagge, die hat es leider nicht geschafft. Aber dafür hat das Garagentor ziemlich gut mitgemacht. Aber gut, das war es dann jetzt auch hier mit dem GTA-Experiment. Und wenn ihr das
Podcast gefallen hat, dann kannst du mir das natürlich gerne sagen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Und abonnieren kannst du mich natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Und wenn du jetzt noch eine Idee für eine neue Folge hast oder vielleicht auch für dieselbe Folge, aber nochmal mit neuen Gegenständen, dann schreib mir doch gerne die Gegenstände unten in die Kommentare, die du mal sehen möchtest. Oder halt ein komplett neues GTA-Experiment kannst du mir natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Gut, bis wir uns jetzt aber auch also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und, oh, 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 ah, oh, 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 ciao.